Hallo liebe Minecraftler und herzlich willkommen zu einer neuen Tutorial-Reihe hier auf Miners 007. Ja, hier startet sie wieder eine neue Bucket-Plugin-Tutorial-Reihe, diesmal sogar zum Plugin WorldGuard. Ja, WorldGuard, ein ziemlich umfangreiches Plugin. Mit diesem Plugin könnt ihr sozusagen verschiedene Regionen sichern und das ist sozusagen der beste Grieferschutz, den ihr überhaupt haben könnt. Wenn ihr nicht wisst, was Griefer sind: Griefer sind Leute, die Spaß am Zerstören haben und einfach versuchen, euren Server zu griefen sozusagen. Und das könnt ihr mit dem Plugin WorldGuard ganz einfach verhindern. Außerdem ist noch eine Menge mehr mit WorldGuard möglich, aber dazu mehr in den späteren Videos. Heute geht es jetzt erstmal um die Installation von WorldGuard, denn wir brauchen ebenfalls das Plugin WorldEdit und da zeige ich euch noch ganz kurz die Permissions von WorldGuard. Zuerst laden wir uns das Bucket-Plugin von der Bucket-Dev-Page wie gewöhnlich herunter, klicken es nochmal auf Download, Datei speichern und dann haben wir hier WorldGuard 5.5.3.zip. Wieder mal ein Ordner, den wir nicht entpacken müssen. Ist eine ganz gewöhnliche Jar. So, wir gehen mal in Plugin/Streetlight und ziehen die WorldGuard 5.5.3 rein und fast vergessen, ihr müsst sie natürlich doch öffnen. Was habe ich nun wieder gesagt? Zieht die WorldGuard.jar, wenn ihr das mit WinRAR geöffnet habt, einfach hier in euren Plugins-Ordner und dann habt ihr das Plugin schon erfolgreich installiert. Hier noch ein paar README-Textdateien, nicht so wichtig, die braucht ihr nicht, denn ich erkläre euch das ja. So, das Plugin ist schon mal installiert. Jetzt brauchen wir noch ganz kurz mal das Plugin World Edit. Das ist dazu nötig, dass wir sozusagen Regionen auswählen können, die wir dann sichern können. Ja, es wird nicht ganz einfach. Wir downloaden uns jetzt das hier auch noch. So. Wieder eine Datei, die wir öffnen müssen und nicht einfach in unseren Plugins-Ordner ziehen. Diese Meldung hier schließen, sofern ihr WinRAR nicht gekauft habt. Und dann die WorldEdit.jar hier in den Plugins-Ordner. So, das sind eigentlich die nötigen Plugins, die wir so brauchen. Jetzt starten wir einmal kurz den Server, damit sich ein paar Konfigurationsordner der jeweiligen Plugins entwickeln, sozusagen. So hoffen wir, dass wir keine Fehlermeldungen bekommen. Ja, das hier ist so eine Fehlermeldung, has registered listener. Die kenne ich auch gar nicht so genau, aber die müsst ihr nicht beachten. Es hat auf jeden Fall keine Funktionseinschränkungen in Game dann zur Folge. So, es haben sich zwei Konfigurationsordner gebildet, einmal von WorldGuard und einmal von WorldEdit. Wir gehen natürlich in WorldGuard, haben den Ordner Worlds. Dort werden später verschiedene Einstellungen oder gespeichert werden für die jeweilige Welt, hier noch untergliedert, da zum Beispiel dann später die Regionen zu sehen. Was eine Region ist, erkläre ich euch dann ebenfalls noch später. So, wir schauen jetzt mal in die Konfigurationsdatei, öffnen die mit dem Editorprogramm Notepad++ und dann haben wir ja eine ganze Menge Einstellungen, die manchmal doch auch ganz nützlich sind. So. Hier könnt ihr den Zauberstab einstellen, also damit, womit ihr sozusagen die Region auswählt. Wer das Plugin World Edit kennt, dürfte wissen, was ein Rand ist. Und 287 ist in diesem Fall die Block-ID einer Holzaxt. Lasse ich euch so zu raten, denn dazu gehört einfach die Holzaxt. So, OP-Permissions, also ob man OP ist, ob man das dann darf. Ich lasse hier eine ganze Menge jetzt gerade aus. Da braucht ihr euch nicht wundern, das ist alles nicht so wichtig. Hier sind MySQL-Datenbanken und was ihr da nicht noch alles machen könnt, müsst ihr aber nicht. So. Ja, hier könnt ihr auch ein paar zusätzliche Einstellungen treffen. Das Plugin ist nicht nur dazu nützlich, sozusagen Regionen zu machen. Man kann mit ihm auch zum Beispiel Einstellungen zu Monster und Feuer treffen, was ich ganz praktisch finde. Hier könnt ihr zum Beispiel physikalische Eigenschaften von Gravel, von Sand umstellen. Wenn ihr irgendwas umstellen möchtet, zum Beispiel, dass Sand nicht mehr runterfällt, dann schreibt ihr das False hier in True um. So ändert ihr immer die Einstellung False und True. Ja, so hier, ob man das Netherportal überall erlauben soll und auch, ob ihr TNT verbieten wollt. Aber das erklärt sich, wenn ihr ein ganz bisschen Englisch könnt, doch eigentlich auch alles hier schon von selbst. Hier bei Feuer könnt ihr zum Beispiel einstellen, ob Lava Feuer sich verbreiten soll. Ob das über auf welche Blöcke das scheinbar überspringen soll, heißt das hier, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann hier noch ein paar ganz nette Einstellungen zu Mobs. Hier könnt ihr zum Beispiel die Creeper-Explosion ausschalten. Das finde ich extrem praktisch. Müsst ihr immer aufpassen, wenn davor zum Beispiel Disable steht, dann heißt das Ausstellen. Stelle Enderman Griefing aus. Falsch.
Das heißt also, wenn ihr kein Enderman Briefing wollt, stellt das auf True. Ja, manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, aber wenn ihr euch da so richtig reinlest, dann klappt das schon. So, hier noch Einstellungen zum Wetter, zu den Dynamics und diese Blacklist habe ich mir noch gar nicht näher angeguckt. Mal sehen, was das noch ist, das werde ich euch im nächsten Tutorial vielleicht noch sagen. Hier nochmal zu beachten, hier steht wieder dieses Disable. Disable Suffocation Damage, also dieses in der Wand zerquetschen Damage, also ausstellen der in der Wand zerquetschen Damage, false oder true. Ich würde sagen, in der Wand zerquetschen, dabei sterbe ich oft, muss ich zugeben. Würde ich euch einfach mal raten, auf true zu stellen, wie ihr eben wollt. Das könnt ihr hier in der Config machen, die doch ziemlich umfangreich ist. So, in die Worlds Ordner gehen wir mal erstmal noch nicht. Wir schauen uns noch mal ganz kurz hier in World Edit um, denn dieses Plugin ist die Grundlage für WorldGuard, sonst wird euer WorldGuard nicht so richtig funktionieren. Hier ein paar World Edit Einstellungen. Hier sind sozusagen verbotene Blöcke oder so etwas drin und was nicht noch alles. Aber World Edit gibt es schon hier eine Reihe auch für Miners. Die könnt ihr euch dazu gerne anschauen. Hier in dieser Log-Datei, wenn ihr eine Datei seht, die immer .log heißt, dann heißt das meistens, in dieser Datei werden sozusagen Verlaufsdinge abgespeichert. Hier gibt es zum Beispiel eine Server-Log-Datei, da wird alles abgespeichert, was irgendwann mal in eurer schwarzen Konsole da steht. Und hier eben so die Fehlermeldungen. So, jetzt möchte ich dieses erste Tutorial aber auch nicht zu lang machen. So installiert ihr euch also WorldGuard und konfiguriert es. Hier nochmal die Permissions. Permissions, wenn ihr es nicht wisst, das sind Rechte, die ihr sozusagen eurem Permissions-Plugin zuweisen könnt. Dazu aber mehr in meinem Video zu Permissions X, was ihr irgendwo im Kanal finden solltet. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen hier beim ersten Tutorial zum Plugin WorldGuard. Tschüss und bis zum nächsten Part aus der Reihe Nützliches um WorldGuard.